Sporos Grande. Ja, bei Kies und Kreis im Garten, ja, da war heute was los. All die Menschen sind geschrumpft, doch ihre Schniedel blieben groß. Ja, die Ameisen, die staunten und die Zecken waren empört, weil sie ein riesenschlaffer Ding-Dong beim Höhlenbauen stört. Ja, Kies und Kreis. Meine Fresse, Alter. Kreis, was hast du denn hier schon wieder angestellt? Da ist irgendein aggressives Warum machst Tier? Du das denn? Eine Larve! Warum? Sprichst du mit dem Speer? Ich weiß es nicht. Och, Kreis. Oh. Dreht man sich einmal um, ne? Einmal und schon geht's. Oh Gott, ist das widerlich. Alter, was ist das? Ey. Weißt du, erst so ein schönes, heiteres, kleines Intro. Guck mal, heiteres, das ist irgendwie so ein komischer Gift, so ein Giftbeutel da. Was ist das? Das ist so ein schönes, kleines, heiteres Intro und dann hörst du nur Schreie, Igitt, ich habe eine riesige Larve im Mund. Ja, was soll ich machen? Ich habe eine riesen Larve im Mund. Ja, aber du schämst dich auch gar nicht mehr. Ich brauche Wasser. Warum soll ich mich auch für Larven schämen? Keine Ahnung. Ich würde da nicht in den... Das Ding kam ja erstmal und du nimmst es sofort in den Mund. Deine Reaktion in den Mund nehmen. So, guck mal, ich analysiere die Larvenreste. Mhm. Und ich kann... Guck hier. Für den Kopf. Wir können also hier wieder so Trophäen machen. Ja, siehst du, das ist einfach geil. Toll, Trophäen, ja, das ist natürlich das Wichtigste. Das Dekor sitzt halt, das ist halt wichtig. Hast du vielleicht Lust, hier unser Essensding mit hochzunehmen oder so? Boah, warum liegt denn hier so viel Wiese auf dem Boden eigentlich? Ja, hier liegt ein Haufen Zeug, das ist alles irgendwie runtergebröckelt. Sollen wir mal die Werkbank auch noch zerlegen? Hier mal schön alles einsammeln. Boah, hier liegt echt viel Zeug. Wir brauchen noch so ein zweites Lager. Wir brauchen echt noch ein zweites Lager. Ja, hier liegt schon so viel, da ist das Lager direkt wieder voll. Genau deswegen. Wir sollten davon 3-4 Stück haben. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Wow! Was ist da los? Was denn? Hier ist wieder irgend so ein Ding gewesen. Da kommt's! Schon wieder! Larven! Angriff! Lass es nicht entkommen! Ich bin verletzt, ich bin fast tot! Boah, dann bau dir eine Bandage. Wo gibt's denn das? Boah, ist das widerlich. Mealwrap, so Dekor, extrem Snacks. Widerlich. Materials, Rubber, wie kann ich mir Bandagen machen? Irgendwo kann man die bauen. Muss halt so ein bisschen durchklicken. Ich hab's vorhin irgendwo gesehen. Ja, hier. Hab schon welche gefunden. Warte, ich will... Puh. So. Hab hier noch eine Lagereinheit gebaut. Was braucht man dafür? Steine und Trockengras. Hast du Trockengras? Ich glaub schon, oder? Nee, Wurfenfiber fehlt mir noch hier, dieses... Das kann man easy herstellen. Davon würde ich dir empfehlen, gleich irgendwie eine ganze Ladung zu machen. Ja. Immer mal wieder so... Bums. Ja, ich brauche noch ein bisschen... Nee, es fehlt immer noch dieses Dry. Dry da. Grass. So. Denkst du, jetzt beginnt langsam der Krieg? Ja klar, du siehst ja kaum... Machen wir uns die Natur zu eigen, kommen die hier vorbei? Ja, aber wir machen ja nichts. Wir machen ja alles hier nachhaltig. Ordentlich und nachhaltig. Ja, ist ja so. So, dann brauchen wir hier wieder so ein Schlafding. Machen wir hier. Zack. Konstruktion. Dann baue ich das hin. Am besten so irgendwie cool in die Ecke rein. So. Hast du Bock, pennen zu gehen? Ich hab Bock, Essen zu machen, das ist wichtig. Braucht dringend Essen. Oh, wir können doch gar nicht schlafen gehen. Erst ab 20 Uhr. Ja, es gibt Schlafenszeiten hier. Hast du das Ding mit hochgenommen? Das Kochding? Ja. Ich hab's abgerissen, ich baue das jetzt. So, da fehlt mir aber auch wieder hier Trockenzeugs. Okay, das Kochding setz ich mal hier in die Ecke rein. Aber hier ist doch überall Dry Grass, oder? Ne, da nicht. Nee. Weiß nicht, ob ich noch was hab. Gucken, ob ich noch was hab. Ich krieg schon wieder Durst. Ich brauche wieder was zu trinken. So, ich nehme alles mit, was ich hier mitnehmen kann. Müssen wir auf jeden Fall hier das Ding mal machen. Oh, und wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie Wasser dann auch noch... Es muss doch irgendwas geben, wie man selbst hier Tau erzeugen kann. Naja, nicht unbedingt erzeugen, aber es gibt was, womit du Tau langfristig sammeln kannst. Meinetwegen auch das. So, dann putter ich mir das Ding mal rein hier. It's pretty good. Oh, das scheint lecker zu sein. Ich habe leider gar nichts mehr zum Kochen. Ich habe leider nichts mehr. Hm.
Ich muss mir auch mal wieder hier eine neue Axt machen. Ich hätte gern Pfeil und Bogen. Wenn es hier um so ein paar dicke Brummer zu erschießen. Ja, um auf Brummerjagd zu gehen. Ja, braucht man ja. Ah, hier ist noch Drygrass. Ich überlege halt gerade, sollen wir eine Ameise essen? Nee, Ameisen sind cool. Die tun uns ja nichts. Guck mal, du bist ein Ameisenfreund, aber hier. Marienkäfer auf den Tod hassen. Ja, also. Aua! Ja, von wegen, die tun dir nichts, war wahrscheinlich so eine schmutzige Ameise. Nee, das war eine Fliege. Ich muss jetzt erstmal Nahrung suchen. Ich muss essen. Hier drüben sind Pilze. Kann ich irgendwo Pilze anpflanzen? Gibt's sowas wie ein. Ja, das gibt's. Ja? Also ich weiß nicht, ob wir das schon erforscht haben. Hast du schon einen Pilz erforscht? Man kann irgendwie Pilze pflanzen. Ich habe keine Ahnung, weil hier habe ich jetzt ein paar Pilze wieder gefunden. Leckere, köstliche Pilze. Sollen wir eigentlich mal die Maschine aktivieren? Log Pellet Storage, Linie, Dekor. Weiß halt nicht genau, wie man... Blattlaus hier drüben. Was? Hat überlebt. Hast du Komm Pilz schon, Blattlaus. Schon, hast du Pilze schon mal erforscht? Ich muss gucken. Gerade führe ich meinen eigenen Krieg gegen die Lausarmee. So. Blattläuse, die laufen doch nur weg. Ja, aber die war schnell. Und die hatte einen Raketenwerfer. Mhm. Das war eine Blattlaus mit einem Raketenwerfer. Ich glaube, damit verärgert man die Ameisen, weil die so dicke sind mit den ja, Melkläusen. Ja, klar. Die melken die. Mögen die wollen, nicht. Die wollen sie melken. Das ist irgendwie verrückt. Melken so, was willst du machen? Wir wollen melken mittendrin erforschen. Ich weiß nicht, hast du noch einen Pilz in der Tasche? Ich hab gefunden, ja. Moment, wo habe ich jetzt hier? So. Hier ist unsere Hütte. Weil mein Essen geht halt schon wieder konstant nach unten. So. Nee, kann ich nicht erforschen. Dann schauen wir mal rein. Snacks. Sieht lecker aus. Nein, hier können wir Basen-Kram machen. Workbench. Hier können wir Stöckchen lagern. Hier können wir Sachen markieren. Roof. Nee, irgendwas fehlt. Wir können das noch nicht anbringen. Ja, aber was? Was fehlt noch? Keine Ahnung. Kann ich noch irgendwas erforschen? Aber ich glaube nicht, oder? Weiß ich nicht. Also ich kann hier nichts mehr machen. Bin durch. Dann geh mal weg. Hier, geh ran. Nö, ich kann auch nichts mehr erforschen. Aber du meinst wirklich, dass man irgendwas bauen kann, um Pilze anzusammeln? Ich habe gestern mit meiner Tochter kurz im Singleplayer gespielt und da habe ich... Vielleicht müssen wir ein bisschen weiterspielen. Lass mal hier die Maschine machen. Ja, warte, ich wollte kurz noch hochgehen, was zu essen kochen für unterwegs. Und ich habe schon wieder nichts zu trinken. Wusstest du, dass Ameisen erstaunlich langlebig sind? Ja. Ich weiß das. In meinem Garten leben immer welche. Nein, ich meine, dass sie wirklich alt werden können. Es gibt Ameisen, ja, die können 15 Jahre alt werden. Ich meine, das ist schon erstaunlich. Ich meine, 15 Jahre eine Ameise. Naja, warum nicht? Wir werden teilweise über 100. Ja, aber das ist schon krass. Geht Schnecken, glaube ich, können auch super alt werden. Hier, die fette Fliege, was soll das? Ignorier mal die Fliege, komm mal hier zur Maschine. Die rammt mich. Ich kann sie nicht ignorieren. Ignorier sie. Oh, ich habe aus Versehen eine Wand eingeschlagen. Echt jetzt? Kaputt? Oh, ey, jetzt weißt du, lässt man den einmal allein zu Haus und schon... Ja klar, die Tür hat er kaputt geschlagen. Weißt du, wie schwer die war, da reinzufuchteln? Ah ja. Oh ja, sagt er. Wenn ich das jetzt gewesen wäre, weißt du, wenn ich jetzt die Tür kaputt gemacht hätte, hieß es nur, ja, hier, man kennt ihn, Kies, der Zerstörer, asozial. Ja, ja, nee, ist ja so, ja. Ich werde immer nur hier gestraft, ja. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, weil wir kein Holz mehr haben, oder? Muss doch irgendwo hier liegen. Hier, nee. Kannst einfach rüberspringen. Komm mal zur Maschine. Nee, lass erstmal schlafen gehen. Warte, ich hole eben noch. Wir können auch nicht schlafen. Warum nicht? Erst ab 20 Uhr, und das ist noch nicht 20 Uhr. Ja, von diesen Kochdingern könnten wir auch zwei brauchen, finde ich.
Ja, gut, jetzt müssen wir erstmal hier. Was, so, schlafen oder was? Oder? Nee, geht ja noch nicht, aber ich brauche auch Essen. Ich bin am Verhungern. Ich mache mir hier mal so eine Laus. Ich koche mir mal so eine Laus. Guck mal hier, wie sie dranhängt. Hinten rein, vorne rein. So schmecken mir meine Läuse. Ja, dann müssen wir noch ein paar Tröpfchen suchen, irgendwie, ne? Morgens ein bisschen Tropf. So, die esse ich mal. Boah, die schmecken geil. Laus ist lecker. Noch 10 Minuten, dann koche ich meine nächste Laus. Eine lecker Laus. Lecker Schlecker Laus. Wie komme ich jetzt? Kann ich das Wasser da runterschlagen und dann immer noch konsumieren? Du, das. Ich habe keine Ahnung. Welcher Halm ist das? Das ist doch der Halm hier. So, ich habe noch eine. Mit dem Stein abwerfen. Das funktioniert. So, ich habe mal hier schlafen gemacht. Blurb. Ah, endlich was getrunken wenigstens. Und ist da wieder irgendwo dein Killer-Marienkäfer, ja, der bösartig ist? Ja, ja. Warte, ab, der hat mir eben gerade, der hat mir eben gerade Essen gegeben. Er hat gesagt, hier Keys, Bro, hab gehört, du hast ein bisschen Hunger, hast du was zu knappern? Ich so, wow, danke Marienkäfer. Bist echt ein feiner Dude. Voll der Nette. So, oh, Essen ist voll weg. Hä, bei mir hat sich sogar recovered. Mein ganzes Essen ist weg. Hm? Oh Mann. Not bad. Egal. Ja, das vergammelt irgendwann. Ja, jetzt haut er sich da gammeliges Essen rein. Weißt du, warum du böse Dinge siehst? Weil du Gammelfood isst. Ich habe Schmerzen irgendwie im Magen, glaube ich. Ja, weil du irgend so einen ranzigen alten Käfer gegessen hast. Kein Wunder, dass du stirbst. Was sind das für Geräusche? Ich gehe jetzt mal zur Maschine. Kommst du mit zur Maschine? Ich komme mit. Hast du gerade was auf mich geworfen? Nein. Hat die Ameise was auf mich geworfen? Weiß ich nicht. So. Ready? Bin ready. Pushen. Werden wir jetzt wieder groß? Dann rächen wir uns an den Ameisen. Wow. Oh oh. Oh oh. Uff, Alter. Oh. Der Todeslaser. Tja. Ah. Das hat nicht so funktioniert, wie du es versprochen hast, Greis. Ich hab gar nichts. Hm. Wusste nicht, dass es so kommt. Und du hast gesagt, Kies, keine Panik, du bist so gut wie wieder groß. Ich geh mal hier hin. Wo haben wir noch so ein Weebly? Was ist? Was? Da haben wir noch so ein Weeble geholt. Ach so. Wir müssen gucken. Guck mal, da oben ist die Minty-Minz-Dose übrigens. Lass mal kurz zur Minz-Dose gehen. Warte, wo? Hä? Hier. Okay. Hier. Und die musst du aufkräckern. Achso, ja, da brauchst du... Level 2 Hammer braucht man, um in die Minz-Dose zu kommen. Ja, den kannst du wahrscheinlich an der Werkbank machen. Ich mach mal hier so einen Hammer, Level 1. Ne, Level 1 bringt nix. Ja, Alter, der Marienkäfer ist in der Forschungsstation und ja, hat sich. Ja, mhm. Guck mal, er ist total aggressiv. Der ist nicht aggressiv. Klar, seine Augen leuchten rot, er will unsere Basis zerstören. Nein, will er nicht. Ja, guck, wie er schnauft. Er macht tolle Dinge. Macht doch gar nichts Schlimmes. Lass ihn doch mal hier ein bisschen die Basis erforschen. Also du bist der Einzige, den Marienkäfer in aggressiven Zuständen sieht. Wenn ich den sehe, heißt immer nur, hey Kies, alles fresh bei dir. Und ich so, ja, hey, dankeschön, Manni, der Marienkäfer. Soll ich dir ein bisschen lecker Öl rüberschiffen? Ja, klar. Gibt der ihm so nett klingenden Namen, weißt du, der Bestie. Der Bestie, Manni, der Marienkäfer. Wo ist unsere Workbench eigentlich? Wir haben noch gar keine gebaut. Moment, ich baue gerade eine. Wo waren die nochmal? Wir hatten mal eine Workbench. Ich bin ja dran. Bin ja dran. Alter, der hat irgendwas getötet da unten. Ich werde nie in die Ecke. Wirst nie wieder forschen gehen können. Klar, kannst du was, natürlich. Zap. Hast du Zap? Ja, ich hab alles. So, Workbench. Tool. Wie kann man den denn upgraden? Oder müssen wir da vielleicht erst in eine Forschungsstation und dort... Hotcraft, Missing Ingredients. Pebble Axe. Vielleicht muss man da einen Hotcrafter oder sowas haben. Pebble Hammer. Aber wie kann man denn Hotcraften?
Keine Ahnung. Warte mal, was kann ich denn hier craften? Ich habe irgendwas... Irgendwas habe ich gecraftet. Moment. Was ist das denn? Ach, guck mal hier. Wie süß. Ich habe hier ein Haustier. Siehst du das? Geil, Mann. Ja, ausgestopft hat er sich das Ding hier. Meine Jagdtrophäe. Mach dir dafür ein eigenes Zimmer. Nein, das, wir wollen Trophäen. Leute, wollt ihr Trophäen? Ja, cool. Ja, cool. Leute sagen, hey, mehr Trophäen, Kies. Ja, das klingt auch gar nicht verrückt, wenn man sich selber als Leute bezeichnet und sich dann selbst auch noch antwortet. Mehr Trophäen, Kies. Alles klar, kriegen wir hin, Leute. Da, guck, da ist noch ein aggressiver Marienkäfer. Die sind Moment, sauer. Moment, ich komm. Da unten, seine roten, warum sollen die denn sauer sein? Was hast du ihm getan? Blutrünstigen Todesaugen. Sehe ich nicht. Bei mir ist der voll nett. Mhm. Das, ich weiß nicht, was dein Problem ist. Was hast du denn für ein Problem jetzt mit ihm? Provozieren halt nicht die ganze Zeit. Ja, genau. Er ist super aggressiv und wirft ein Kackebällchen. Der wird, ja, klar. Warum habe ich noch keinen Batzencode abbekommen? Glück gehabt. Okay, warte. Ich rede mal mit ihm. Geh mal weg da. Was machst du da jetzt wieder? Ja, Holz holen für die Tür oben. Bist du aggressiv? Nö, das ist gechillt. Mhm. Guck mal, ich geh doch hin. Hi, Manni, was ist los? Hast einen schlechten Tag? Guck mal, ich reite auf ihn, Kreis. Alles easy. Ey, du spinnst doch, du Marienkäferhasser. Ja, ja. Oh, jetzt hat er wieder rote Augen. Ja, klar. Jetzt hat er wieder, ja. Ja, jetzt stell dich mal drauf. Mach mal. Ich bin gerade beschäftigt. Mach doch mal. Ja, genau. Mach doch mal. Stell dich mal drauf, wenn er rote Augen hat. Was ist denn eigentlich hier in der Minzdose drin, was so wichtig für dich ist? Minze. Frischer Atem. Zerhauen hast frischen Atem. Dadurch werden die Tiere nicht mehr so aggressiv auf dich. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Guck mal, hier kannst du Lehm abtragen. Lehm ist doch gut. Wie viel Gras brauchen wir hier noch? Eins. Lehm ist gut, meint er. Oh, hier ist eine riesige Schnecke. Ja, Alter, aber die, wie cool. Was machst du denn jetzt mit der Schnecke? Willst du jetzt erledigen oder was? Ich hab mal dagegen geklopft. Vielleicht sagt sie irgendwas. Da unten ist immer noch ein aggressiver Marienkäfer. Aha. Interessant. Nee, die Schnecke. Boah, da hinten ist eine riesige aggressive Spinne. Ja, da würde ich jetzt oh nicht mein Gott. Hingehen. Ich bringe sie mit nach unten. Ja, schön. Bleib da mit deiner blöden Spinne. Wow. Gib ihr Minze. Die will keine Minze. Die will Blut. Das ist eine Blutspinne. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Boah, irgendwie. Wo bin ich hier? Das Spinnental. Ich brauche was zu trinken, sagt Pete. Kann ich denn was zu trinken kriegen? Peter Dorscht. Peter Dorscht, ja. Ich suche hier gerade ein bisschen Wasser. Wow, hier geht's nach unten. Im Todestal. Alter, ich habe den Ameisenhügel gefunden. Ich koche mir mal eben eine kleine hier Larve. Ich habe extrem Hunger. Wow. Von da hinten sind riesige Disteln. Distel? Alter. Alter, wie unheimlich ist das bitte? Wie unheimlich ist das bitte? Let there be light. Hallo, ist hier die Königin? Oh mein Gott, sind hier Wo viele bist Ameisen. Du? Ich bin zu Hause bei den Ameisen. Alter, hier ist irgendwie ein leuchtender Flabber in der Luft. Ja, ja. Ja, ohne Kack jetzt. Hier ist Quarz. Ich habe Quarz gefunden. Unten bei den Ameisen. Ich habe hier war hier so ein Bläschen, ich habe es berührt und... Boah, ich habe Quarzbrockenkreis. Ganz viele Quarzbrocken. Boah, Quarzbrocken sind geil. Kann man bestimmt gar nichts analysieren und damit kann man sich bestimmt einen besseren Hammer bauen. Ich glaube, ich habe das Rätsel der verlorenen Minze gelöst. Das könnte natürlich sein. Klingt doch irgendwie logisch, ne? Ja. Wie lange geht die Folge eigentlich schon? 18, 19 Minuten jetzt. Okay. Ja, wir müssen gleich wieder Schluss machen, weil sonst gibt's Ärger. Das weißt du, ne? Klar. GEMA und so. Ja. GEMA heim, nämlich. Die GEMA heim. Die machen dich ja fertig. Ich suche die ganze Zeit irgendwas zu slurpen, aber hier ist nichts mehr. Ah, doch hier. Endlich. Ey, der Sacklaus-Flo hängt da oben fest. Komm da runter. Ey, ich will ihn essen. Hier.
Ich will Quarz jetzt erforschen. Vielleicht habe ich nämlich die Lösung gefunden für unsere Probleme. So. Ameisenquarz? Ja, Ameisenquarz. Kann man erforschen. Ja gut, aber was bringt's? Ja toll. Das ist ein Du-Collector. Naja, das ist ein Anfang. Mit Düsen. Düsen-Collector. Ja, wir haben immer noch Clay. Guck mal, Clay kannst du bestimmt auch irgendwas Cooles mitmachen. Dafür brauchen wir nur eine Schaufel und dafür brauchen wir eine Eichel. Und eine Eichel findet man an einem Baum, siehst du? Und so schließt sich der Kreislauf. Ah, vielleicht. Wir müssen Eicheln vielleicht holen, damit wir Dings machen können. Ja, dann. Vielleicht ist Eicheln der Nährboden für Pilz oder so. Ich weiß. Dann lass uns doch Eicheln gehen. Du willst immer nur Eichelpilze. Warte mal ganz kurz. So. Und jetzt. Richtig geil, Mann. Habe ich eine Augenklappe. Du guckst du blöd, cool. Cool. Gehe ich mal kurz in mein Inventory. Wo ist meine Augenklappe? Hier. Kann ich hier anlegen? Alter. Hm, jetzt siehst du aus wie... Der Typ von hier, My Girl. Ja, nee, von hier... Ice Age, der dritte Teil, glaube ich, mit den Dinosauriern. Da gibt's dieses verrückte Tier. Ja, aber ich sehe eigentlich aus wie der Typ von My Girl, der wo von den Bienen totgestochen wird. Ach so, Macaulay Culkin. Ja, der hat doch auch irgendwie so ein Augenpflaster oder sowas. Hat der aber, nicht sowas gehabt? Ja, aber da war ja noch ein Kind, deswegen hieß er dort Macaulay Culkin. Culkin? Ja. So, wir sehen uns aber wieder in der nächsten Folge. Dann werden wir Eicheln ernten. Damit Kreis endlich seinen Eichelhelm bauen kann und tief ins Ameisennest hineinstechen und bohren kann. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.